15:30 Uhr, ich glaube, wir können jetzt anfangen. Liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ich bin fast geneigt zu sagen, liebe DAB-Freunde, herzlich willkommen bei unserem heutigen Kolloquium. Wir haben längere Zeit jetzt pausiert, das hat ein paar Gründe gehabt. Zum einen ist uns SES Astra ausgefallen, SES Deutschland ausgefallen. Das Kolloquium werden wir aber nachholen im Frühjahr, da geht es um das Thema UHD-Produktion. Dann waren wir mit uns selbst beschäftigt, nämlich sprich mit unserer Webseite. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie mal vorbei. Wir haben neues Design, neue Inhalte, jetzt auch optimiert für mobile Geräte. Und wir waren auf Messen unterwegs. Und unter anderem waren wir auch auf den Medientagen München und haben dieses schöne DAB Small Scale Konzept vorgestellt. Und was es jetzt alles mit Small Scale auf sich hat und wie viel DAB-Technik heutzutage in so ein Flight Case integrierbar ist, werden uns jetzt gleich, ich sage es in der Reihenfolge, weniger despektierlich Aneta, sondern in der Reihenfolge des Auftritts, werden uns jetzt Alexander Erck, die Aneta Bayer und der Andreas Sieber vorstellen. Zuvor noch eine Information, einige von Ihnen haben schon einen Flyer gefunden, die Firma AVT hat draußen Flyer ausgelegt und zwar hat es den Hintergrund, inzwischen lassen sich nämlich so Open Source Konzepte relativ gut mit klassischer etablierter DAB Hardware oder DAB-Produkte kombinieren und die Firma AVT hat da einen Ansatz für einen hochqualitativen Audiocodec und das haben sie draußen vorgestellt. Ich glaube, wir gehen dann kurz auch nochmal mit ein, zwei Sätzen auf die Möglichkeiten ein, wie man klassische Technik mit Open-Source-Technik verbinden kann. Was es jetzt aber alles mit DAB Small Scale, mit den Projekten, mit den Komponenten, mit der Technik, mit unseren Versuchen auf sich hat, bitte ich jetzt die Kollegen vorzutragen. Alex, du bist der Erste. Bitte einen Applaus für unsere Kollegen. So. Guck mal, ob das hier geht. Ja, guten Abend. Schönen Nachmittag. Schauen wir mal, wie lange es dauert. 17 Uhr. Bis 17 Uhr, okay. Alles klar. Ja, Small Scale DAB, was verbirgt sich dahinter? Was tut man damit? Was heißt es überhaupt? SDR? Um was geht es da? Man hört dann immer so Fachwörter wie die CAC, MMB-Tools und Open Digital Radio und Open Source und USRP und schlag mich tot. Über was reden die da? Sie sehen hinter mir die Agenda, was wir jetzt für die nächsten guten zwei Stunden, eineinhalb Stunden dann vorhaben. Wir wollen erstmal grundsätzlich über die Begriffe reden. Was ist es? Wer tut was? Wer hat was getan mit der Technologie? Dann will ich ein bisschen in meinem Teil noch eingehen auf die Versuche, die derzeit in der Schweiz und in England laufen zu dem Thema. Dann darf ich übergeben an die Aneta Bayer, die Ihnen was erzählen wird zur technischen Realisierung, der Kollege Andreas Sieber über die Feldmessungen und Kostenabschätzungen und dann haben wir noch eine ganz kurze Zusammenfassung und so die nächsten Schritte, was wir uns am IRT zu dem Thema überlegt haben. Aber fangen wir mal ganz oben an, um was geht es eigentlich? Es geht um SDR und SDR ist eine Abkürzung für Software Defined Radio. Und wenn man sich mal überlegt, wie ist eigentlich der herkömmliche Ansatz, um Radiosignale entweder aus der Luft zu empfangen oder in die Luft abzustrahlen, gerade in dem großen professionellen Markt ist es in der Regel so, dass wir spezielle Hardware dafür haben. Es ist alles hardwarebasiert. Es sind die Empfänger, die Demodulatoren, die Modulatoren in der Regel in Hardware verpackt. Und wenn wir über Senderhardware reden, dann sagen wir, haben wir relativ kleine Stückzahlen. Dadurch hat man einen sehr hohen Preis. Und man hat aber auch eben eine gewisse eingeschränkte Flexibilität, weil Hardware kann man natürlich an der Stelle sehr schlecht ändern. Natürlich ist es heute reell gesehen eine Mischung aus Soft und Hardware, aber trotzdem ist man im Prinzip an die Änderungen des Herstellers angewiesen, was der Hersteller in dem System macht. Also wie gesagt, es ist ein sehr hardwarebasiertes System und dadurch eben hohe Kosten, gerade im Sendebereich durch die kleinen Stückzahlen. Das SDR-Prinzip geht von der Hardware weg und sagt, welche Komponenten brauche ich, um Radiowellen abzustrahlen. Und da hat man klar natürlich die üblichen technischen Sachen. Ich brauche an letzter Stelle mal einen Digital-Analog-Konverter und ich brauche das übliche Radio-Frequency-Frontend. Aber alles andere macht SDR vorne in Software. Und daher kommt auch der Name Software-Defined Radio. Die komplette Modulation, egal ob das ein Empfänger oder ein Sender ist, die Modulation oder Modulation, die ganze Kette bis dahin ist in Software abgebildet und dadurch natürlich extrem flexibel anzupassen.
Es ist dadurch, dass es auf einer generischen Hardware läuft, extrem kostengünstig und die Flexibilität ist sehr hoch. Ich kann es eben in Software ändern und letztendlich ist die Leistungsfähigkeit der Lösung nur begrenzt von der Rechenleistung, die ich in dem Rechner habe, auf dem eben dieses Software-Defined-System läuft. Und dadurch kann ich eben diese ganzen Skalierungsfaktoren, die sowieso der PC-Markt oder der Computermarkt generell hat, immer wieder bei den Ansätzen mitnehmen. Wie sieht es jetzt an unserer Stelle für die DAB-Lösung aus? Der Code wird an der Stelle übernommen von den Kollegen, was ich hier unter OpenDigitalRadio.org zusammengefasst habe. Dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu der Softwarelösung. Läuft auf Standard-PC-Hardware. Also wir können das sozusagen skalieren vom günstigsten Desktop-System bis hin zu der vollen 19 Zoll super redundant mit mehreren Netzteilen und USV ausgelegten Lösung. Die ganze DAB-Magie findet in Software statt und nach hinten raus brauche ich einen Digital-Analog-Konverter. Da hat man sich in der Community so ein bisschen eingeschossen auf die Geräte von Etus, die USRPs. Die bieten schon eine sehr gute Leistung für das Geld an. Es gehen aber auch sehr einfache Hardware-Lösungen, wie zum Beispiel der HackRF, so ein Hacker-Tool, mit dem man eben SDR-Dienste oder SDR-Lösungen entwickeln kann. Und da reden wir so um die 200 Euro im Bereich, was das kostet. Und eben allein mit einem relativ kleinen PC oder Laptop, so einem HackRF, kann ich unter Zuhilfenahme eben dieser Software-Tools von OpenDigitalRadio.org einen kompletten Multiplexer mit Encoder, Modulator aufbauen auf meinem Schreibtisch und das Signal wirklich auch on-location sofort auch empfangen und ausspielen. Und dann haben wir natürlich hinten dann wie üblich die übliche HF-Technik. Dazu sagt der Andreas dann noch ein bisschen mehr. Wie ist das alles angegangen mit Software Defined Radio? Der Anfang war eigentlich ein Softwareprojekt, das nennt sich GNU Radio. GNU ist so eine Zusammenfassung von allen Open Source Projekten, die so im Bereich Unix zu tun haben. Selber steht für GNUs, not Unix, weil sie selber keinen eigentlichen Unix-Kernel haben. Da bauen sie schon seit mehreren Jahrzehnten dran. Aber wenn man heute über Open Source Unix redet, meint man eigentlich die GNU-Tools plus den Linux-Kernel. Und eben in dieser GNU-Gemeinde hat es ein Projekt gegeben, GNU Radio, ein Open Source Software-Paket. Und im Prinzip ist es eine Ansammlung an kleinen Software-Modulen, die die üblichen DSP-Funktionalitäten bereitstellen, eben in Software. Dazu gibt es ein Python-Interface. Python ist eine Skriptsprache. Oder es gibt eben auch eine grafische Oberfläche, GNU RC. Und mit der grafischen Oberfläche, ich habe mal einen Screenshot hier angefügt, kann man eben hier seine einzelnen Module zusammenschalten. Ähnlich so, wie ich das tun würde, wenn ich auf einem Steckbrett oder wirklich im Labor die einzelnen Hardware-Komponenten zusammenschalte und kann dann eben bestimmte Radiodienste bauen. Ich kann damit theoretisch einen FM-Empfänger bauen, FM-Sender, ich kann damit Satellitenfunk letztendlich replizieren oder Verkehrsfunk abhören, was meine Hardware am Eingang eben bietet. Und es ist so das Schweizer Taschenmesser für Software-Defined-Systeme. Super flexibel, aber in seiner Anwendung auch unheimlich komplex und schwierig aufzusetzen. Und an der Stelle kommt jetzt eben dieses kanadische Research Center ins Spiel, das CRC, Communication Research Center in Kanada. Und die haben eben die ursprüngliche DAB-Kette aufgebaut. Die haben einen Software-Multiplexer geschrieben, den ODR-DubMux. Die haben einen Modulator entwickelt, den ODR-DubMod. Und zusammen mit dem Etus USRP-Konverter, Digital-Analog-Konverter, haben die eben dann 2006 die ersten Demonstrationen auf der IBC und beim World DMB TC gemacht, mit dem sie eben vorgestellt haben, dass ich mit einer reinen Software-Multiplexer- und Software-Modulationslösung dann auf einer standardgängigen Digital-Analog-Konverter-Hardware ein DAB-Signal in die Luft gebracht haben und auch vorgeführt haben. Und genau diese Entwicklung hat das CRC dann im Übergang 2009, 2010 als Open-Source-Software unter der General Public License zur Verfügung gestellt. Und das ist im Prinzip eine nicht kommerzielle Organisation, OpenDigitalRadio.org, führt seitdem das CRC an den Softwaremodulen technologisch nicht mehr weiterarbeitet. Die arbeiten eben fort und übernimmt die Koordination, die Weiterentwicklung und auch die Dokumentation von dem System.
ging dann 2019 eben über in Open Source. Dann wurden einige weitere Entwicklungen gemacht. Ab 2013 hat man sich dann angefangen, Gedanken zu machen in der Schweiz über die DQIS AG, Lizenzen für die Versorgung von DAB-Inseln in der Schweiz aufzubauen. Es gab da auch die ersten Tests von der Ofcom in Brighton mit dem System. Der Rashid Mustafa ist da sehr, sehr aktiv. Und das war eigentlich so der große Schritt nach vorne. Man hat Entwickler gefunden, die einen Open-Source AEC-Encoder aus Android rausgelöst haben, um die nötigen Patches für den Betrieb als DAB-Encoder oder DAB-Plus-Encoder erweitert und dann eben auch in dem System bereitgestellt. Vor dem Zeitpunkt war es immer nur möglich, DAB, also MPEG-1 Layer 2 zu kodieren, und eben ab der Verfügbarkeit von dem AEC-Encoder konnte man dann auch wirkliche DAB-Plus-Dienste machen. 2014 ist es dann endgültig in die nicht mehr CAC, sondern ODR, also Open Digital Radio, MMB-Tools weitergegangen. Die alten Repositories wurden abgeschalten. Die Kollegen aus Italien von CSP, das ist ein Untergruppe von Davai, die haben einen MOT-Encoder dazu beigesteuert, auch unter Open Source freigegeben. Es gab Präsentationen von der TU Kaiserslautern über erste Kleinleistungssender und auch die ersten regulären DAB-Plus-Übertragungen in Genf in der Schweiz mit 5 Kilowatt ERP mit dem System. 2015 und 2016 haben die Entwickler hauptsächlich dann die SFN, also die Single Frequency Option, implementiert und getestet, und die Ofcom koordiniert und unterstützt die DAB-Versuche 2015-16 in UK. Dazu nachher mehr. Es waren 10 Gebiete mit über 70 Radiostationen, die da ausgestrahlt wurden. Und eben die DQIS AG in der Schweiz baut weitere Insellösungen, weitere kleine DAB-Lösungen damit auf. So, jetzt kommen wir zu den Feldversuchen, Small Scale DAB. Und da ist erstmal die Frage, warum will ich sowas überhaupt machen? Und ein Aspekt dabei ist, man möchte Lokalradios, das ist jetzt die Frage, was heißt lokal, also sehr kleinen Stadtteilradios zum Teil, Community-Radios, Campus-Radios die Möglichkeit geben, kostengünstig in eine DAB-Versorgung einzusteigen. Die haben, wenn wir über kleine Lokalradios reden, in der Regel vielleicht eine FM-Versorgung, die schon sehr viel Geld kostet, und ohne große Investitionen, ohne große Lizenzkosten, auf Basis von Standard-Hardware mit ein bisschen Enthusiasmus kann man eben denen eine sehr kostengünstige Möglichkeit bieten, in DAB Plus einzusteigen. Und als Beispiel bringe ich danach jetzt die Feldversuche, was eben in Großbritannien und in der Schweiz gemacht wurde. Aber natürlich kann ich auch in Gebieten, wo ich zeitlich oder lokal nochmals eine sehr eingeschränkte Ausstrahlung brauche, zum Beispiel Stichwort Event-Radios für Großveranstaltungen oder Campus-Radios oder auch Schul-Radios, kann ich mit der Technik wirklich mit einem sehr überschaubaren Aufwand wirklich das DAB-Plus-Signal in die Luft kriegen. Und als letzter Aspekt sei genannt eben der Betrieb von Füllsendern, um eben mit einer wirklich kostengünstigen Hardware-Lösung sozusagen noch die letzten weißen Flecken von Gebieten, die nicht mit DAB-Plus versorgt sind, von der Landkarte zu kriegen. Wie sieht es in der Schweiz aus? In der Schweiz hat man eben die Frequenzen oder Lizenzen an die DQIS AG gegeben. Die darf diese Netze betreiben. Die betreiben zurzeit, derzeit sind es 8 lokale DAB-Ausstrahlungen mit bis zu 4 Kilowatt. Ich habe die einzelnen Regionen hingeschrieben. Seit Beginn mit dem Dienst hat man auch Slideshow und Dynamic Label als Zusatzdienste drin. Laut DQIS haben sie jetzt seit Oktober 2016 auch Journaline als Zusatzdienst mit ausgestrahlt, und sie haben SFN-Netzwerke auch ab Oktober 2016 jetzt aufgebaut, wobei ich dazu hinterher schicken muss, ich habe da, wir sehen gleich in der nächsten Folie, wie das auf ihrer Webseite, wie man das sich angucken kann, wo sind die Signale verfügbar, mit welcher Empfangsprognose, da habe ich noch keine SFN-Hinweise getroffen, also da muss man vielleicht nochmal gucken. Man kann auf die Seite gehen, ähnlich wie unsere digitalradio.de Seite, kann da die Region auswählen und sieht dann ungefähr, wie die Abdeckung für den Dienst ist, wo der Sendestandort steht und eben welche Radiostationen in dem Netz verfügbar sind. Zu den Small-Scale-DAB-Versuchen in Großbritannien.
Die fanden von 2015 bis 2016 mit dem System statt. Jetzt seit September diesen Jahres ist der Abschlussbericht da. Die meisten Informationen, die ich Ihnen jetzt dann zeigen werde im Laufe von der weiteren Präsentation, kommen aus dem Abschlussbericht. Und der Ansporn, diesen Test zu machen, liegt darin, in Großbritannien sind im Prinzip zwei Layer für die Radioversorgung definiert. Wir haben die großen nationalen Layer, wir haben mehr oder minder große lokale Layer und wir haben einen sehr großen Anteil an Community Radio und sehr kleinen lokalen Stationen. Für die nationale Versorgung gibt es derzeit drei DAB-Ensembles in Großbritannien, nämlich Digital One, Sound Digital und die BBC, das BBC-Ensemble, die national, also landesweit ausgestrahlt werden und verbreitet. Und es gibt so knapp an die 60 kleinere, kommerzielle, lokale, was auch immer dann lokal heißt. Das ist nämlich dann auch teilweise schon relativ groß, aber es gibt 58 genau lokale, kommerzielle Multiplexe, die so die anderen Sender mit abdecken. Aber bis zu 400 wirklich ganz lokale Radio- oder Community-Radio-Stationen finden derzeit nicht auf DAB statt, weil es für die einfach zu teuer ist, ein Multiplex zu bekommen oder ganz zu bezahlen, weil eben in dieser wirklichen lokalen Ausstrahlung oder eben in dem Bereich von dem Community-Radio zu wenig Radiostationen da wären, um die alle in ein Multiplex zu bekommen und damit eben diese Kostenersparnis zu kriegen. Also die finden, die brauchen eben eine Alternative. Und da hat die Ofcom gesagt, okay, wir probieren das aus. Wir bauen ein System aus. Wir schreiben einen Feldversuch aus unter drei Typen. Der Typ 1 war hauptsächlich ein Single Transmitter Network, also wirklich ein Sender mit einer ungefähr 100 Watt Sendeleistung. Und dafür haben sie 6 Lizenznehmer gefunden für den Trail jetzt im Jahr, nämlich die 6 Regionen, wo das läuft, eben in Portsmouth, Working, Brighton, Norwich, Manchester und Birmingham. Dann obendrauf in den Regionen Glasgow und London noch erste Versuche mit einem SFN-Ansatz, mit 2 Sendern gleichzeitig. Und einmal für die Region Cambridge eine Repeater-Lösung, um da eben die Signale zur Verfügung zu stellen. Wie war die technische Plattform für die Versuche? Es war ein 19-Zoll-System, also ähnlich von der Größe hier wie das, was wir vom IRT gebaut haben, in dem 19-Zoll-System waren bis zu 6 Audio-Encoder integriert als einzelne PCs, als ein Platinencomputer. Man sieht die hier unten, das ist so ein kleines Single-Computer-Board mit dem kompletten, mit einem USB-Audio-Interface dran. Dann eben die PC-Hardware und SDR-Board, der Verstärker plus das Maskfilter, zusätzlich Antenne, Kabel, Netzwerktechnik, eine kleine USV, das war so ein Komplettpaket, das hat die Ofcom zusammengestellt und hat es eben diesen Betreibern on-site zur Verfügung gestellt für den Test. Und die Kosten für so ein System lagen bei der Hardware, wenn man jetzt die Anschaffung wirklich für Tutto Completo sieht, ungefähr bei 9.000 Pfund für die Single-Transmitter-Lösung. Ein bisschen weniger als das Doppelte für die SFN-Lösung. Also es waren dann zwei dieser Systeme plus die zusätzliche Hardware und Software für die Synchronisation. Und für den On-Channel-Repeater, es waren auch zwei solche Systeme plus eine kleine Änderung in der Hardware für diesen On-Channel-Repeater-Test. Hier eine Ihrer Versorgungsprognosen, Rechnungen für die Region Birmingham mit 100 Watt ERP. Und man sieht ganz schön, dass sie eben das Ziel sozusagen für ein lokales oder für ein Stadtteilradio hier die Hauptregion von Birmingham zu versorgen, relativ gut erreichen. Zu der Versorgung und der Qualität wird Ihnen aber auch der Andreas Sieber nachher noch mehr erzählen. So, der Test ist gelaufen bis jetzt September 2016, er ist jetzt erstmal auch verlängert worden, ich glaube sogar bis 2018. Und ich habe jetzt mal ganz eins zu eins die Ergebnisse hier reinkopiert, was die Ofcom eben sagt, was der Ergebnis von diesen ein Jahr Trial jetzt war. Und sie sind also relativ, was heißt relativ, ganz, ganz zufrieden mit der technischen Lösung, die sie aufgebaut haben. Sie schreiben, the technology worked well and reliably. Technical problems were identified, haben sie gelöst. Und
Sie arbeiten an der Software permanent weiter, um die Stabilität zu erhöhen oder ganz spezifische Anforderungen noch einzubauen. Und den Eindruck, den kann man wirklich bestätigen, wenn man selber mal auf die Entwicklerliste oder auf das Entwicklerforum von Open Digital Radio guckt. Die sind unheimlich aktiv, die reagieren sehr schnell. Also da kriegt man wirklich innerhalb von einer Stunde in der Regel eine Antwort auf sein Problem. Und auch die Tests in England haben dem ganzen System nochmal echten Schub gegeben, was die Features und was die Stabilität angeht. Dann sprechen Sie sich dafür aus, dass die Koordination zwischen diesen Service-Providern sehr gut funktioniert hat und Sie haben derzeit mit den 10 Seiten, also mit den 10 Regionen, die Sie damit versorgt haben, 70 Radiostationen in die Luft gebracht und die meisten von denen aus der Liste waren eben vorher nicht in DAB. Also es sind wirklich sozusagen, für dann auch für die Endkunden, die in der Region leben und es dann ja mit ihren Autos, in England ist ja DAB sehr verbreitet, Autos und zu Hause auch hören können, die haben wirklich einen Mehrwert bekommen, weil eben die meisten der Stationen, die in dem Small-Scale-Versuch aufgeschaltet wurden, wirklich vorher nicht in DAB erreicht waren. Und last but not least, aber es ist eins ihrer Hauptergebnisse, haben die Operators, die den Technical Trial gemacht haben, wirklich enormes Wissen im Bereich DAB und Small-Scale-Radio dazu gelernt und haben das auch wirklich untereinander ausgetauscht, sodass da wirklich so eine Art Gruppe entsteht, die dann eben das Wissen weitergibt und diesen Open-Source-Gedanken, jeder hilft den anderen eben weiterträgt. So viel zu dem Small-Scale-DAB-Versuch in England. Jetzt darf ich übergeben an die Aneta Bayer, die uns was erzählt zu der technischen Realisierung. Wie ist das Ganze im IRT gelaufen? Ich werde jetzt ein paar Worte über die IRT-Aktivitäten zum Small-Scale-DAB erzählen. Es hat alles damit angefangen, dass zwei Kollegen von uns, Herr Andreas Sieber und Herr Clemens Kunert, den Workshop organisiert von der TU Kaiserslautern und Landesanstalt für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz besucht haben. Dort wurde ein DAB-DRM-Plus-Kleinleistungssender vorgestellt, der auf Open Digital Radio Tools basiert. Zu diesem Zeitpunkt, das war im Jahr 2014, gab es im IRT schon Aktivitäten zum Software-Defined Radio in Verbindung mit den GNU-Radio-Tools. Herr Kollege Sieber hat auch das Tool CRC-DAB-Mod bereits für die Tunnelfunkzwecke auch getestet. Nach dem Besuch der TU Kaiserslautern wurde die Entscheidung getroffen, einen DAB-Kleinleistungssender, also Small-Scale-DAB, auch im IRT aufzubauen und zu testen. Der Open Digital Radio Verein ist sehr aktiv und im Laufe von 2015 wurden auch die Zusatzdienste Dynamic Label und MOT Slideshow implementiert. Und wie haben sie dann im IRT aufgesetzt und getestet? Und Ende 2015 wurde die SFN-Fähigkeit von Open Digital Radio Tools vollständig und fehlerfrei implementiert. Dazu haben wir auch einen Versuch im Labor aufgebaut und getestet und der war erfolgreich. Mit der Anlage haben wir auch jede Menge Verträglichkeitsmessungen gemacht, die wir regelmäßig in unserem Sachgebiet Funksysteme machen, durchführen und auch ein paar Feldmessungen. So, die IRT-Anlagen, die wir jetzt haben, sind vollständig aufgebaut und einsatzbereit. So, jetzt sage ich ein paar Worte über die technische Realisierung. Der Small-Scale-DAB-Sender, der DAB Kleinleistungssender besteht aus zwei Hauptkomponenten. Da links im Bild ist der DAB Multiplex Generator, das ist sozusagen der Softwareteil, und rechts im Bild, das ist die sogenannte VHF-Einheit, also der Hardware-Teil. Also erstmal zu dem DAB Multiplex Generator. In unserem Fall, der DAB Multiplex Generator ist ein Rechner mit 4 Kernen und 16 GB Arbeitsspeicher. Auf dem Rechner ist im Moment die Linux-Version Ubuntu 16.04 installiert.
Und auf dem Rechner laufen die Tools oder RDRB MUX, der steht für den Multiplexer, oder RDRB MOD, das ist der eigentliche Modulator, dann die Audio Encoder sowie Audio Player und Jack Server. So, jetzt kommt die Frage, wie kommen die DRB-Programme, wie kommen die DRB-Audiosignale in den Rechner rein? In diesem Aufbau ist es so, dass wir eine Audiokarte oder Audioschnittstelle Multiphase 2 von der Firma Hammerfall genommen haben und die ist über die PCI-Karte mit dem Rechner verbunden. Mit dieser Audioschnittstelle können wir bis zu 4 analoge Audioquellen an den Rechner anschließen oder einspeisen. Und wenn wir noch eine weitere Karte, die jetzt hier nicht gezeigt ist, anschließen, können noch bis zu 4 digitale Audiosignale angeschlossen werden. Die zweite Möglichkeit, einen DAB-Programm in den Rechner einzuspeisen, wäre einfach übers Internet einen MP3-Player abzuspielen. Genau. Das heißt, die Tools laufen nacheinander, werden nacheinander gestartet und nach dem Modulator ist praktisch das DAB-Signal berechnet und der Datenstrom, wir sagen dazu I- und Q-Samples, werden über die Netzwerkschnittstelle an den USFP, an den Software-Defined Radio-Gerät von der Firma Ethos Research gestreamt. Der USFP macht Digital-Analog-Wandlung und moduliert das Signal auf die gewünschte DAB-Frequenz. Das hochfrequente Signal wird dann im Verstärker nochmal verstärkt und danach kommt das Maskenfilter, damit die Spektrumsmaske, die in der DAB-Spezifikation definiert ist, eingehalten wird. Nach dem Filter wird das Signal über eine DAB-Antenne ausgestrahlt. Also ich werde mehr über den DAB-Multiplex-Generator erzählen und mein Kollege Sieber, Herr Andreas Sieber, wird zu der VHF-Einheit mehr sagen. So, wie realisiert man so einen Multiplex-Generator? In diesem Beispiel sehen wir eine Software-Konfiguration mit 2 DAB-Plus-Programmen. Die Audiosignale, ein Audiosignal kommt eben über diese Audioschnittstelle, ist analog. Und das zweite Signal kommt übers Internet, wird über M-Player abgespielt und beide Signale, also das analoge Signal über die Audioschnittstelle, als auch der MP3-Stream, werden an den sogenannten Jack-Audio-Server geroutet. Jack Audio Server, das ist ein virtuelles Mischpult, das für die geringe Latenzzeiten und Synchronität des Signals sorgt. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die DAB-Programme einzuspeisen. Ich glaube, vor ein paar Monaten wurde auch der VLC-Player implementiert als Eingang für die Encoder oder man schließt die Signale direkt an die Soundcard des Rechners. So, die bestimmten Ports des Jack-Servers dienen dann als Eingang für die Audio-Encoder, also hier DAB Plus Encoder, mit dem Namen DAB Plus, genau. Die Encoder generieren ein DAB High Efficiency AAC Plus Stream. Beim ersten Programm sieht man ja noch einen MOD-Encoder. Dieser Encoder liest die sogenannten Dynamic Label Textdateien und Slides und generiert dazu einen Datenstrom, der in den DAB Plus Datenstrom eingefügt wird. Also, das ist eine Realisierung mit den Zusatzdiensten Dynamic Label und MOD Slides. So, nach der Encodierung werden die Audiosignale oder die DAB Plus Signale dann an den Multiplexer gestreamt, der heißt ODR DAB MUX. Das passiert über ZeroMQ und die ZeroMQ steht für eine Ansammlung von Bibliotheken, die für eine Datenkommunikation zwischen Programmen basiert auf den TCP-IP Sockets funktioniert. Der ODR DAB MUX, das ist der eigentliche Multiplexer, der wird oder der soll
oder muss mit einer Konfigurationsdatei gestartet werden. In dieser Konfigurationsdatei wird die eigentliche DAB-Konfiguration gemacht. Das heißt, es werden die DAB-Services, Components und Subchannels definiert, die Namen von den einzelnen Programmen, die Service-IDs und so weiter. So, am Ende des Multiplexers haben wir das Multiplexer-Signal, das sogenannte AT-Signal, das wieder über 0MQ an den ODR-DAB-Mod gestreamt wird und der macht die Modulation. Der ODR-DAB-Mod wird mit einer Initialisierungsdatei gestartet. In dieser Initialisierungsdatei wird zum Beispiel die Frequenz, auf der DAB-Signal gesendet wird, festgelegt. Nach dem ODR-DAB-Mod geht es dann zum USRP, zum Software-Defined Radio-Gerät. So, damit diese Programme, die Tools, nacheinander gestartet werden, ist es sinnvoll und auch notwendig, ein Shell-Skript zu schreiben. So schaut ein Shell-Skript aus. Also da werden einfach die ganzen Tools, die ich jetzt erwähnt habe, nacheinander gestartet. Zum Schluss wird dann noch der Multiplexer mit der Konfigurationsdatei und der Modulator mit der Initialisierungsdatei gestartet. Das heißt, um das ganze System zu konfigurieren, braucht man zum einen die DAB-Kenntnisse und auch noch die Linux-Kenntnisse. Genau, wobei ich muss sagen, man muss kein Linux-Freak sein, um das zu realisieren. So. Letzte Woche hat mir Herr Lehnert von der Landesanstalt für Kommunikation und Medien und Kommunikation ein paar Folien geschickt. An der TU Kaiserslautern wird die Oberfläche zur Konfiguration und Anzeige von den ODR-Tools entwickelt und das ist der erste Entwurf. Es handelt sich um Open-Source-Software und die kann auf der Seite von GitHub runtergeladen werden. Dass diese Konfiguration wird durch die Oberfläche dann erleichtert. Man muss dann kein Shell-Skript schreiben. So, genau. Wie schaut es dann mit der Performance aus? Kann ein Rechner so viele Streams kodieren und modulieren und multiplexen? Und das IET hat eine Konfiguration mit 3 DAB und 5 DAB-Plus-Kanälen getestet auf unserem Rechner mit 4 Kernen und 128 GB Speicher. Und da sieht man ja im Bild rechts, zum Beispiel, dass Load Average bei 34% ist. Also man kann das problemlos machen, man kann auch noch mehr Programme gleichzeitig übertragen in einen Multiplex. Also die Auslastung ist auf jeden Fall unter 50%. So, es wurden auch die Zusatzdienste realisiert und im Moment gibt es bis jetzt bei Open Digital Radio Dynamic Label, Dynamic Label Plus und MOT Slideshow implementiert. Wir haben Dynamic Label und MOT Slideshow bei uns auch aufgesetzt. Und was Sie jetzt im Bild rechts sehen, das ist die Oberfläche von unserem IRT-Testempfänger DAB Scout. Und die Streams oder die DAB-Programme konnten richtig dekodiert werden. Also hier sieht man ja unser Slideshow, unser Slide und es wird gerade ein DAB-Programm, DAB-Plus-Programm mit 96 Kilobit pro Sekunde übertragen. In den letzten Monaten wurde auch Dynamic Label Plus implementiert bei Open Digital Radio Tools und das wurde von unserem IAT-Kollegen gemacht, der bei der Open Digital Radio Verein aktiv ist. Andere Zusatzdienste, DAB-Zusatzdienste wie IPG, TPEG, BWS, Broadcast-Websites wurden bis jetzt noch nicht realisiert. So, wie ich schon gesagt habe, Ende 2015 wurde die SFN-Fähigkeit der Open Digital Radio Tools vollständig implementiert und wir haben dazu einen Versuch im Labor aufgebaut und getestet.
SFN, Single Frequency Network, steht für die Gleichwellennetze, praktisch Netze von zwei oder mehreren Sendern, die in der gleichen Zeit auf der gleichen Frequenz dasselbe Signal aussenden. Wie haben wir das gemacht? Wir haben das insgesamt mit drei Rechnern realisiert, also wir hatten zwei Sender sozusagen. Im Bild links, das ist der Multiplex-Generator. Der Multiplex-Generator, was macht er? Der hat, der enkodiert das Signal und das Signal wird auch gemultiplext. Das Multiplex-Signal, das dann nach dem Multiplex-Generator erzeugt wird, wird dann mit einem Zeitstempel versehen. Dieses Signal wird über einen Netzwerkswitch an die einzelnen Modulatoren gesendet. Wir haben Modulator 1 und Modulator 2, das sind einfach wieder Standard-PCs, auf denen die Modulator-Software läuft. Nach der Modulation werden dann die DAB-Signale, also der Datenstrom, dann an die einzelnen OSRPs gesendet und die OSRPs generieren das DAB-hochfrequente Signal. So, damit das Ganze funktioniert, ist es wichtig, dass auf allen drei Rechnern das Network-Time-Protokoll läuft. Damit haben die, alle drei Rechner die gleiche Zeit. Was auch wichtig ist, ist, dass die Frequenz- und Zeitsynchronisierung von den OSRPs, das wird mit den internen GPS-Platinen realisiert. In jedem von diesen OSRPs ist eine GPS-Platine und die liefert ein PPS-Signal und 10 MHz Referenz. Genau. Im Bild links sieht man dann unsere Signale, die von Modulator 1 und Modulator 2 ausgesendet werden. Das sind die OFDM-Signale im Zeitbereich. Und man sieht, dass die Nullsymbole, die typisch für die DAB-Signale sind, genau übereinander liegen. Das heißt, die beiden Sender, Modulatoren, laufen synchron. So, wir haben unser SFN-Betrieb im Labor erfolgreich getestet, aber wir wissen noch nicht, wie es das dann im Feld ist. Und das wird die nächste Aufgabe sein, ein SFN-Netz im Feld zu realisieren und auch ein SFN-Betrieb in einem bereits bestehenden großen SFN-Netz, zum Beispiel vom Bayerischen Rundfunk. Genau. Was kann man noch alles mit Small-Scale DAB machen? Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Und das System ist sehr flexibel und man kann Software und Hardware unterschiedlich kombinieren. Der klassische Weg ist es eben, der Multiplex-Generator enkodiert, das Signal wird enkodiert, gemultiplext und moduliert und dann geht es an die VHF-Einheit. Das ist der klassische Weg und genau, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Am Multiplex-Generator wird das Signal enkodiert und gemultiplext. Und am Ausgang von Modulator wird ein sogenanntes EDI-Signal gesendet, gestreamt. Das EDI-Signal, das ist praktisch die Anpassung vom AT-Signal, also vom Multiplexer-Signal, auf die Übertragung über die IP-Netzwerke. So ein EDI-Signal kann zum Beispiel zu einem professionellen DAB-Modulator-Sender gestreamt werden. Diese Möglichkeit ist interessant, wenn man zum Beispiel mit höheren Leistungen senden will, wie zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist. Sie haben dort bei Small-Scale-DAB Leistungen von 5 bis 10 Kilowatt und da braucht man einen professionellen Sendermodulator. Nach Angaben vom EDR ist es auch möglich, gleichzeitig das ETI und das EDI-Signal zu streamen. Wir haben das noch nicht getestet, das muss man noch machen. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren. Zum Beispiel, man holt sich ein DAB-Multiplexer-Signal direkt von einem Satelliten, dekodiert mit dem Satellitenreceiver. Das ETI- oder EDI-Signal wird dann zum Multiplex-Generator übertragen.
Der Multiplex-Generator macht die Modulation und danach geht es wieder zur VHF-Einheit. Diese Möglichkeit haben wir mit denen noch nicht getestet und die ist aber sehr interessant. Zum Beispiel im Fall, wenn man schon ein großes bestehendes SFN-Netz hat und man hat ein zum Beispiel schmales Flusstal, das nicht versorgt werden kann, dann könnte man mit so einer kleinen Lösung so ein Flusstal versorgen, zum Beispiel indem man mit 10 Watt sendet. Und dieser Sender würde dann synchron zum bestehenden Gleichwellennetz laufen. Genau, es ist sozusagen also ein kooperativer Betrieb von ODR-TOS und klassischen DRB-Equipment möglich. Genau, also das ist jetzt über die technische Realisierung des Senders. Mein Kollege Andreas Sieber wird mehr zur Hardware sagen, zur VHF-Einheit und auch zu den Feldmessungen. Ja, vielen Dank, Frau Bayer, für den Überblick über die Softwarekomponenten der Anlage. Ich darf Ihnen jetzt was zu den Hardwarekomponenten erzählen. Und zwar sehen Sie jetzt hier auf der Folie links das Spektrum, das die Anlage erzeugt, die wir hier auch hervorne im Hörsaal stehen haben. Und rechts sehen Sie eben nochmal ein Foto dieser Anlage. Links, die Spektrumsmaske ist bereits die geformte Maske, die durch den Leistungsverstärker gegangen ist und auch durch das Maskenfilter. Das heißt, es ist wirklich diese Maske, die dann auf die Antenne auch geht. Wir haben für das System ausschließlich Standardkomponenten verwendet, wie es meine Kollegin bereits erwähnt hat, also sprich ein Standardrechner, der oben in diesem Rollcontainer eingebaut ist und darunter diese grauen Einheiten, die Sie da sehen, die sind auch Standardkomponenten. Wir haben da den Verstärker von Electrolink aus Italien bezogen und auch die Maskenfilter sind von dieser Firma. Als Antenne sehen Sie auch hier im Hörsaal direkt neben dem Container ein Exemplar stehen. Das ist diese Groundplane-Antenne von Wimo, haben wir die beschafft, die ursprünglich für den Betriebsfunk von 61 bis 145 MHz designt ist. Wir mussten diese Antenne dann aber noch kürzen, eben auf die passende Sendefrequenz für unseren Trial. Hier sind die Kosten auch nochmal aufgeschlüsselt für die Antenne und Sie sehen auch hier hinter mir ein Foto von der eigentlichen Sendeantenne, die gekürzt ist. Warum mussten wir diese Antenne kürzen? Während des Aufbaus des Versuchs hat sich herausgestellt, dass sobald eben die Leistungsendstufe hochgefahren wird und die Antenne nicht wirklich genau angepasst ist, dass dann zu viel Leistung reflektiert wird und die Leistungsendstufe hätte dabei in kürzester Zeit überhitzt und eben den Hitzetod erlitten. Deswegen musste die Antenne nochmal angepasst werden. Sie sehen jetzt hinter mir gerade ein Bild vom Netzwerkanalysator, den wir verwendet haben zum Abgleich unserer Sendeantenne. Und Sie sehen auch recht schön, deswegen habe ich dieses Bild hier aufgenommen, dass eben der Frequenzgang sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wie die Antenne gerade gekürzt wurde. Was ich damit sagen will an dieser Stelle ist eigentlich, dass diese Antennenanpassung Fachkenntnis erfordert und eben zwingend erforderlich ist. Sie brauchen dazu auch wirklich ein gutes Messgerät. Es reicht eben nicht, ein normales Standard SWR-Meter zu verwenden, denn dadurch, dass dieses DAB-Signal ein Mehrträgerverfahren ist, Mehrträgerübertragungsverfahren, dadurch ist es eben wirklich erforderlich, dass Sie immer in eines dieser Täler, die hier hinter mir dargestellt sind, mit Ihrer Antenne reinkommen und die Abstimmung dementsprechend machen. Wir haben dann mal untersucht, wie die Anlage soweit funktioniert, also wenn wir verschiedene Leistungsstufen im Leistungsverstärker einstellen, um herauszufinden, wie viel Leistung wird denn nun wirklich reflektiert, ist die Anlage dauerlastfähig und wir haben das sowohl für 50 Watt als auch für 110 Watt gemacht und hier mal die Temperaturen im Verstärker gemessen, um sicher zu sein, dass wir hier nicht überhitzen. Und was sich eben gezeigt hat, ist bei ausreichend guter Anpassung der Antenne an die eigentliche Verstärkereinheit ist es möglich, die Dauerlastfähigkeit herzustellen, auch ohne Klimatisierung des jeweiligen Betriebsraums, was ja auch wiederum Kosten verursachen würde für die Anlage. Als nächstes haben wir eben eine Ausstrahlung gemacht hier am Gelände. Oben am Dach haben wir die Antenne montiert, auf unserem Flachdach, also mit möglichst geringem Aufwand alles
versucht zu realisieren. Und wir sind dann einfach mal mit Empfängern über das Gelände gelaufen. Und Sie sehen hier den Grundriss vom Betriebsgelände Freimann. Und Sie sehen auch hier grüne Punkte. Das sind alle stationäre Punkte, an denen wir Portable Outdoor mit unseren Empfängern Empfangsversuche des Programms gemacht haben und festgestellt haben, ja, es funktioniert. Was wir aber auch festgestellt haben, wir haben natürlich einen relativ niedrigen Standort und wir haben hier rundherum auch hohe Bebauung. Selbst wenn man hier auf dem Flachdach die Antenne montiert, ist es doch so, dass eben rundherum noch relativ hohe Häuser sind und auch Vegetation, sodass es eben Empfangsprobleme gab, unter anderem da vorne in dem metallisch geschirmten Gebäude, wo die Produktion vom Bayerischen Fernsehen ist. Das sehen Sie mit den gelben und roten Punkten signalisiert. Was man jetzt schon mal feststellen kann, ist es eben nicht damit getan, die Antenne einfach nur auf ein niedriges Dach zu stellen und zu hoffen, dass es dann schon möglichst weit reicht, das Signal. Hier habe ich nochmal zwei Bilder für Sie vorbereitet. Und zwar ist es der direkte Blickwinkel über die Antenne auf das eigentliche Versorgungsgebiet von unserem Flachdach aus. Sie sehen also links die Antenne und in einem kleinen roten Quadrat herausfokussiert, rechts größer dargestellt, eben die Fahrstrecke, auf der wir unter anderem auch einen Fahrversuch durchgeführt haben. Die Idee war einfach, wie weit geht denn die Anlage, wie sieht denn eigentlich die Empfangsleistung aus, wenn wir hier mobil mit dieser Anlage auf niedriger Höhe unterwegs sind. Und das sehen Sie jetzt in der folgenden Grafik. Sie sehen links nochmal den Grundriss des Betriebsgeländes und blau hinterlegt als Linie die Fahrstrecke. Darunter sehen Sie auch mit einem Stern gekennzeichnet die Position der Sendeantenne. Und der große Pfeil symbolisiert eben die Fahrtrichtung. Und nebendran rechts sehen Sie den Verlauf der empfangenen Leistung bei unserem Messfahrzeug. Und Sie sehen auch, dass hier extrem starke Einbrüche zu sehen sind, auch starke Schwankungen der mittleren Leistung. Das heißt, diese niedrige Antennenhöhe erstmal ist nicht besonders zuträglich der eigentlichen Versorgung auf dem Gelände. Also man kann jetzt schon mal festhalten, die Antennenhöhe muss auf alle Fälle höher sein als die Bebauung und auch höher als die umliegende Vegetation, damit hier einigermaßen gut sich die Fresnelzone ausbreiten kann und eben die Versorgung auf größeren Flächen möglich wird. Ich habe nun hier noch mal was vorbereitet. An dieser Stelle Dank an meine Kollegin Frau Kerstin Pfaffinger aus meiner Abteilung, die für einen höheren Standort, nämlich am Funkhaus in München in der Innenstadt, mal eine Versorgung berechnet hat für 100 Watt ERP. Und dieses Mal ist die Antennenhöhe eben nicht mehr so niedrig wie hier mit 22 Metern, sondern eben mit 100 Metern Antennenhöhe. Und es ging einfach mal darum, ein Gedankenspiel zu machen, wie weit die Leistung mit 100 Watt mit einem hohen Standort für München reichen würde. Und Sie sehen jetzt hier schon, die Versorgung ist für die Münchner Innenstadt praktisch gewährleistet. In den Außenbezirken wird es ein bisschen dünner. Aber im Großen und Ganzen würde eine höhere Antennenhöhe mit dieser 100-Watt-Einheit, wie wir sie jetzt hier haben, schon dazu führen, dass wir weitestgehend Portable Outdoor realisieren können. Nun sehen Sie hier nochmal den Demonstrator, wie er auf den Medientagen dargestellt war. Wir hatten hier die IRT-Lösung vorgestellt vor Fachpublikum. Wir haben insgesamt derzeit zwei Audioprogramme in unserem Multiplex drin mit 96 Kilobit pro Sekunde, inklusive Slideshow und Dynamic Labeling. Gab hohes Interesse, aber auch kritische Diskussionen zu der Anlage auf den Medientagen. Der prototypische Aufbau ist eben jetzt für Betriebsversuche verfügbar. Das heißt, wir planen, dass wir da demnächst auch einen Versuch machen, wo wir eben mit höherer Antennenhöhe arbeiten können. Die Demonstration erfolgte auf den Medientagen zusammen mit dem DAP-EDI-Archiver, den das IRT als Produkt zur Verfügung gestellt hat und demnächst eben auch ausliefert, was ich weiß von meinem Kollegen Herrn Erck. Nun zur Kostenabschätzung der Anlage. Wir haben jetzt hier mal aufgeschlüsselt, eben für die Anlage bis 100 Watt sind diese Kosten gedacht. Höhere Leistungen sind grundsätzlich möglich. In der Schweiz werden zum Beispiel bis zu 4 Kilowatt Sendeleistung verwendet. Erwähnenswert ist natürlich auch gleichzeitig, es entstehen noch zusätzliche Kosten zu den in der Tabelle genannten Kosten, nämlich für Signalzuführung, Miete, Betrieb,
Strom- und Ausfallsicherheit. Aber gleich mal als Randnotiz, würde man die Komponenten, so wie sie sind, jetzt in Hardware kaufen bei typischen Senderherstellern, dann ist man bei einem Kostenpunkt von etwa 60.000 Euro. Jetzt schauen wir uns mal an, was die SDR-ODR-Lösung für Kosten verursacht. Wir haben in der ersten Zeile eben die DAB-MUX-Software, die steht kostenlos zur Verfügung. Die DAB-MOD-Software steht ebenfalls kostenlos zur Verfügung. Ein PC muss noch beschafft werden für 1.500 Euro, wobei wir da nicht das billigste Modell genommen haben, sondern das kostengünstigste. Und das ist eben so eine Einbaulösung, die in einen 19-Zoll-Rack reinpasst. Dann der USRP, das ist dieser Wandler, der dieses digital berechnete Sendesignal in ein analoges Hochfrequenzsignal umsetzt mit 2.800 Euro. Der Leistungsverstärker schlägt nochmal mit 100 Watt für 4.000 Euro zu Buche. Dann haben wir einen Maskenfilter für 1.500 Euro noch beschaffen müssen. Die HDSP-Karte, das ist diese Audiokarte, die analoges Audio in digitales Audio umwandelt. Dann ist hier noch ein Posten GPS U-Blox erwähnt. U-Blox ist eine Schweizer Firma, die günstige GPS-Empfänger herstellt. Der GPS-Empfänger wird verwendet für die Zeit- und für die Frequenzsynchronisation dieser Sendeanlage. Und schließlich noch der Antennenposten mit 500 Euro, sodass wir hier insgesamt an Materialkosten auf etwas über 10.000 Euro kommen, also 10.838 Euro. Nun die nächsten Schritte, die im IRT geplant sind bezüglich der Software. Es werden weitere Systemupdates durchgeführt, sodass die Software immer aktuell gehalten wird. Die Signalzuführung über Satellit soll getestet werden. Dann die Fernwartung ist ein großer Punkt, den wir noch vorhaben. Das heißt, die Anlage komplett fernwartbar über Internet zu machen. Dann der SFN-Test im Feld steht natürlich noch aus, sprich mit mehr Leistung als nur im Labor, wie wir es bisher getestet haben. Und eben natürlich auch der SFN-Test in einem bestehenden SFN-Sendernetz mit bereits hochleistungsausstrahlenden Sendern. Dann für die Feldtests, die nächsten Schritte sind der Test der Einzelkomponenten, nämlich noch andere Verstärker auszuprobieren und andere Maskenfilter, die verfügbar sind, natürlich immer unter dem Aspekt, möglichst kostengünstig zu sein. Dann weitere Feldmessungen, sobald eben höhere Senderstandorte realisiert sind, um herauszufinden, ob damit die Versorgung eben wirklich um das zunimmt, wie es jetzt in den Simulationen bereits sich abzeichnet. Der Test unter den realen Bedingungen, ganz klar, wir haben es bisher jetzt eben immer nur stundenweise im Einsatz gehabt, die Anlage. Es muss sich jetzt wirklich zeigen, wie die auf längere Sicht eben über Monate vor sich hinläuft, ob das stabil läuft, was es für Probleme überhaupt dann gibt. Unter Umständen gibt es keine, es kann aber auch sein, dass es beliebig Dinge gibt, die wir noch nicht erkannt haben bisher. Die Realisierung billiger Standorte ist hier noch erwähnt, wobei billig eigentlich kostengünstig heißt. Denn die Standorte, ich habe es ja schon gezeigt, es ist wichtig, dass die Antenne möglichst hoch montiert ist. Das heißt, wir müssen sie irgendwo montieren, an einem Eingang von einem Tal zum Beispiel oder auf einem Bergrücken irgendwo, wo dann natürlich auch Strom vorhanden sein muss. Am besten auch ein Internetanschluss wegen der Fernwartbarkeit. Also so einfach ist es alles nicht. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir da in Zukunft günstige Standorte identifizieren und nutzen können. Nun noch zum Pilotprojekt. Es ist angedacht, ein Pilotprojekt im Funkhaus zu machen, auf Kanal 8a mit der Ausgangsleistung von 100 Watt ERP. Und dazu soll eigentlich diese Anlage dann auch schon mal verwendet werden. Nun zur Zusammenfassung. Die technische Lösung auf Basis der ODR-Tools ist funktionsfähig. Wir haben es gezeigt und auch die anderen Versuche haben es schon gezeigt in der Schweiz und in Großbritannien. Die zahlreichen internationalen Feldversuche zeigen das Potenzial dieses Ansatzes eben, dass man nicht nur Kleinleistungen machen kann, sondern auch wirklich mit Hochleistungsendstufen arbeiten kann mit diesen Anlagen. Wir als IRT haben eine kompakte Lösung realisiert und hier ist wirklich erwähnenswert, dass diese Anlage eben für einen Einstiegspreis für um die 10.000 Euro zu bekommen ist für die reinen Hardwarekosten. Die Standortwahl ist ein weiterer Punkt und zwar für die optimale Versorgung ist es wirklich entscheidend, diesen Standort geschickt zu wählen
und speziell auch für die Kleinleistungssender und damit auch speziell die Antennenhöhe, die ist wirklich entscheidend. Sie können also nicht die Anlage auf niedriger Antennenhöhe montieren und einfach nur die Leistung aufdrehen, das bringt Ihnen nicht allzu viel. Dieser Aufbau steht für Pilottests und für Dritte als Angebot zur Verfügung. Das IAT ist da absolut offen für Anfragen, was diese Anlage betrifft, dass wir die bei Ihnen aufbauen und realisieren für weitere Tests. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und gebe den Rahmen frei für Diskussionen. Und natürlich im Anschluss nach den Diskussionen darf sich jeder gerne noch die Anlage ansehen. Dafür ist sie nämlich aufgebaut.